Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, Planet Zoo. Und hier kommen gleich unsere kleinen Tiger. Ups. Okay, da wurde der. Karton ein bisschen groß. Gut, ich würde sagen. Machen wir mal hier. Diesmal versuchen wir etwas anderes anstelle der Wasserschüssel. Manche Tiere brauchen ein Becken in ihrem Gehege, damit sie schwimmen, aber auch daraus trinken können. Du musst nur darauf achten, dass das Ufer nicht zu steil ist, sodass die Tiere das erfrischende Nass ohne Probleme erreichen können. Ein Becken ist bereits ausgehoben, aber du musst es noch mit Wasser füllen. Das kannst du mit dem Wasserwerkzeug in Gelände erledigen. Ruhiges und aufgewühltes. Das ist aufgewühlt. Ja, das sieht wirklich gut aus. Natürlich brauchen diese Tiger genau wie die Warzenschweine und Strauße eine Beschäftigung. Warum fügst du ihrem Gehege nicht passendes Beschäftigungsspielzeug und Futter hinzu? Okay, rechte Maustaste ist dann wieder entfernen. Okay. So, Spielzeug. Gefrorener Kürbis. Blutkürbis. Was auch immer das ist. Und ein Reiberdatschen. Warte, wie war das nochmal? Genau. Epsilon. Warte, aber ich will es nicht gleich hier machen. Warte. So. Okay, langsam nimmt hier alles Formen an. Also, die Tiger benötigen einen Rückzugsort in ihrem Gehege, damit sie sich vor den Besuchern oder schlechtem Wetter verstecken können. Obwohl das hier in England ja eher als normales Wetter gilt. Nur zu. Platziere einen Rückzugsort in ihrem Gehege. Du kannst entweder einen aus verschiedenen geeigneten Teilen bauen oder einfach den Entwurf nutzen, den ich für dich gefertigt habe. Uiuiui. Die armen Kleinen. Du hast bestimmt bemerkt, dass die Tiger ein wenig verstimmt wirken. Das liegt daran, dass sie von dem Gelände in ihrem Gehege nicht allzu begeistert sind. Wähle einen Tiger aus und öffne sein Infofenster. Sehr gut. Gehege. Klicke dann auf den Reiter Gelände. Anhand der Geländeinfo kannst du erkennen, wie Tiere zu den verschiedenen Geländetypen stehen. Und du weißt dadurch auch, was ihnen in ihrem Gehege fehlt oder was zu viel ist. Okay. Also gut, öffne das Geländebearbeitungswerkzeug, wähle Malen aus und füge Erde hinzu. Das sollte das Wohlbefinden im Bereich Lebensraum erhöhen. Kurz. Echt, die mögen kein langes Gras. Interessant. Oh. Erde. So. Alle Tiere brauchen Pflanzen ihres eigenen Bioms oder Kontinents. Du weißt schon, Wüsten, Graslandschaft, Asien, Europa. Diese Tiger benötigen noch einige Pflanzen ihres Lebensraums. Okay. Perfekt geeignet sind Pflanzen aus den tropischen und gemäßigten Biomen Asiens. Die Tiger werden wollen, dass ein gewisser Bereich ihres Geheges mit diesen Pflanzen bestückt ist. Welche und wie viele du brauchst, siehst du, indem du einen Tiger auswählst und den Reiter Umgebung öffnest. Also, wie du sehen kannst, eignen sich manche der Pflanzen im Gehege nicht für Tiger. Die Akazienbüsche zum Beispiel. Du kannst sie entfernen, wenn du willst.
Akazienbüsche. Du findest die benötigten Pflanzen im Bereich Natur. Und mit Filtern werden dir nur die Arten angezeigt, die du haben willst. In diesem Fall sind das Pflanzen aus dem tropischen oder dem gemäßigten Biom und aus Asien. Meint die, die Adler fahren? Bei Akazie? Ah, hier, ja, klar. Hier weg. Weißdorn. Akazienbusch. So. Gut, Tropen. Kokospalme. Uiuiui. Bananenstaude. Warte mal. Kontinent, afrikanisch. Und Tropen. Okay. Dann wirklich Bananenstaude. Eine kleine Weile. So. Dann. Vogelnest. Oh, hier habe ich jetzt. Okay, okay, alles klar. M, okay. Mit M kann ich die Kokospalme. Alter, echt jetzt? Warte mal. Oh Mann, da werden wir sehr viel Schmarrn machen. Geht's ja den jetzt eigentlich besser? Oh, immer noch null. Hä? Warum? Tropen, gemäßigt, Graslandschaft. Warte mal. Tropen. Wahrscheinlich ja. Asiatisch natürlich. Graslandschaft. Drum gemäßigt. Okay. Stechpalme, dann habe ich hier voll den Mist gebaut. Warte. Entfernen. So, dann kannst du weg. Stimmt. Tiger und afrikanische. Gut. Ulme. Eine Ulme hier. Bambus. Bambus ist gut. So, Bambus kommt hier hin. So. Bisschen dahin. Weißdorn habe ich schon. Kokospalme. So, hier. Rohschilf. Ah ja. Uiuiui. Ist es besser? Ja, come on. 77%. Ja komm, da machen wir noch ein bisschen mehr. Ulme. Kleine Ulme. Ah ja. Es heißt, dass gute Zäune gute Nachbarn machen. Das trifft wohl besonders zu, wenn dein Nachbar ein Königstiger ist. Aber diese Tiger sehen so zufrieden aus, dass sie vermutlich auch dann nicht ausreißen würden, wenn ihr Zaun kaputt wäre. Oh, aber dass es lieber nicht drauf ankommt. Gut, statten wir den blauen Faun einen Besuch ab.
Wir müssen wohl ihr soziales Wohlbefinden verbessern. V. Jetzt kommen wir jetzt zu dem V. Also dann, wähle einfach einen V aus und öffne sein Infofenster. Dann können wir mit Adlerauge sehen, wie es ihm geht. Obwohl ein Adlerauge wahrscheinlich besser für Greifvögel geeignet wäre. Ja. Öffne den Bereich soziales Wohlbefinden für mehr Details. Ah, nun, die Pfauen haben so eindeutig genug Platz und gestresst sind sie auch nicht. Aber in ihrer sozialen Gruppe scheint etwas nicht zu stimmen. Sehen wir uns das näher an. Klicke auf den Reiter Sozialverhalten im oberen Bereich des Infofensters, um mehr zu erfahren. Gut. Wie du siehst, sollten mehr Pfauen im Gehege sein. Dieses kleine Problem löst du, indem du 3 weitere weibliche Pfauen aufnimmst. Na los? Du weißt ja, wie das geht. Ja, natürlich, mein Schätzchen. Aufnehmen. Aufnehmen. Wieso hat der Gold? Wahrscheinlich, weil er überall 50% hat. Ah. Okay. Gut, dann. Dann wird mal alles hier rein verschickt. Gut gemacht. Ich vermute, dass sie bald geliefert werden. Aber es klingt leider so, als ob unser Schneeleopardenweibchen etwas mürrisch wäre. Gucken wir doch mal, ob wir ihr helfen können. Schneeleopard. Da ist der Leopard. Naja, vielleicht gibt es zu wenig Schnee, würde ich mal behaupten. Tiere können genauso wie Menschen Stress empfinden, wenn etwas nicht ganz stimmt. Als würdest du Zeuge sein müssen, wenn jemand Milch vor dem Teebeutel in die Tasse gibt. Schneeleoparden stresst es, wenn sie nicht genug Privatsphäre haben. Oh. Du kannst den Stress verringern, indem du die normalen Glasbarrieren durch Einwegspiegel ersetzt. Das ist nicht billig, aber sie sind die Investition wert. Dadurch haben die Schneeleoparden eine Rückzugsmöglichkeit, wenn sie den neugierigen Blicken unserer Besucher entkommen möchten. So. Wird ein Tier aus seinem natürlichen Biom gerissen, ist es wahrscheinlich, dass es ihm zu heiß oder zu kalt ist. Den Schneeleoparden ist es natürlich selbst bei dem schrecklichen Wetter in Großbritannien zu heiß. Du solltest das Gehege abkühlen, indem du Klimaanlagen hinzufügst. Aber öffnen wir zuerst die Temperatur-Heatmap und werfen einen Blick auf die Temperatur im Leopardengehege. Was? Ah. Okay. Temperatur. Wie du sehen kannst, haben wir bereits eine Klimaanlage installiert. Ja, ziemlich scheiße. Platzieren wir weitere, um einen möglichst großen Teil des Geheges so kühl wie möglich zu machen. Zum Glück ist es bereits mit Strom versorgt, aber in Zukunft musst du auch darauf achten. Zur Info, wenn irgendein Teil des Geheges Strom hat, hat das ganze Gehege Strom. Ah, so. Schau mal, wie dumm der platziert wurde. Ja, aber den kann ich nicht, ändern natürlich. Hier. Klimaanlage. Nummer 1. Nummer. Hä? Nummer 2. Und Nummer. Heatmaps gibt es für allerhand hilfreiche Sachen. Sieh sie dir also unbedingt alle an und nutze sie gut. Es dauert ein bisschen, bis sich die Temperatur nach dem Hinzufügen von Klimaanlagen oder Heizungen ändert. Da wir die Klimaanlagen aber jetzt platziert haben, kümmern wir uns um das Geländewohlbefinden der Tiere. Leoparden brauchen Schnee und Felsen. Das kriegen wir hin. Ist doch gerade nicht so schlimm. Aber okay. Also, langes Gras ist viel zu lang. Gut. Das bekommen wir hin. Warte, Gehege. Warte. Ah, hier. Nee, warte. Das war anders. Hier. So. Kurz. So. Schnee. Ja, natürlich muss ich hier überall Schnee hin.
Sehr gut. Du solltest jetzt ziemlich genau wissen, wie du Tiere glücklich machen kannst. Deshalb möchte ich, dass du jegliche Probleme in den Gehegen aller anderen Tiere im Zoo behebst. Das wird das durchschnittliche Wohlbefinden der Tiere im Ganzen zu erhöhen. Und dieses durchschnittliche Wohlbefinden ist ein äußerst wichtiger Wert. Um auf einen Blick zu sehen, wie es all deinen Tieren im Zoo geht, musst du die Zooverwaltung und dann den Bereich Tiere öffnen. Was? Hier. Zoo? Und wie du hier sehen kannst, wird in dieser Liste das Gesamtwohlbefinden der Tiere angezeigt. Wenn also etwas nicht stimmt, kannst du mit Hilfe der Schaltfläche finden, schnell beim Tier vorbeischauen. Gut, ich mach kurz Pause, während du dich um alle Tiere kümmerst. Ja, dann mache ich auch mal Pause. Verhütung. Freilassen. Okay, denen geht's nicht so gut. Ah, was braucht ihr denn, meine Hübschen? Wohlbefinden. Stabiler Rückzugsort und Lebensqualität. Futter. Okay, dann schauen wir mal. Gehege. Heizkörper. Warte mal. Futter. Für Schildkröten. Natürlich heißen die anders. Wie heißen die denn? Nee. Hä? Achso, das ist der Name. Gut, was bist du denn? Was bist du denn für ein Tier? Okay. Gehege. Dann erstmal. Ja. Gut. Das Futterstellen haben sie. Kräuterwitterungsmarkierungsbeschäftigung. What the f. Früchtebaum. Okay. Dann bekommen wir einen Früchtebaum, einen Sprinkler. So. Klumpen aus gefrorenen Früchten. Oh, das ist ja lieb. So. Sozialer Rückzugsort. Wir kommen hier. Spielzeug. Kletterflächen. Rückzugsort. Aber ist das kein Rückzugsort? Hier drauf. So. Come on. Hä? Geht's jetzt besser? Nee. Es gibt viel zu wenig Rückzugsorte für alle Dinge. Immer noch? Alter, wie groß der ist. Ist ja auch schön. Schön groß. Wie wär's hier? Reicht es? Bestimmt nicht. Warte, dann
dann entferne ich den mal, den. Der da kommt mal mit M auf den Felsen drauf. Und dann bekommen die mal ein größeres. Gehege. Sorry. Ah, das ist doch lieb. Was? So. Nein. Oder doch. So. Jetzt muss doch, ja, also sieht man doch. Gut. Denen geht's gut. Den Zebras geht's nicht gut. Was ist denn bei den Zebras? Ah, man kann da auch. Ups. Man kann auch mehrere Tiere, also verschiedene Tiere in einem zusammen machen. Das finde ich geil. Das habe ich mir auch vorgestellt, dass ich das mache. Ah, verdammt. Anscheinend war ich nicht der Erste, der das gedacht hat. Gut, Zebras. Was ist los? Mal jung, Gelände und Pflanzen. Pflanzen sind sehr blöd hier. Graslandschaft. Okay. Dann schauen wir mal. Natur. Alles weg. Dann Graslandschaft. Warte. Nee. Graslandschaft und Afrika. Natürlich. Kontingen. Gut. Hä? Was ist das denn? So. Also, das ist doch eh schon alles voll hier. Unpassende Pflanzen, Waldkiefer. Warte mal. Was ist das für eine? Elefantenbaum? Elefantenbaum? Elefantenbaum. Wo ist die Kiefer? Bergahorn. Echt? Bergahorn gibt es auch in Afrika. Krass. Ja, das ist ja nice. Weihrauch, Bergahorn. Buche. Asiatisch. Ja, Buche ist, glaube ich, nicht so nice. Buche. Buche. Elefantenbaum. Buche. 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 Das ist auch eine Buche. Weihrauch. Buche. Buche. Okay. So, und was gefällt denen nicht? Ich habe jetzt keine Futterbeschäftigung, gibt's auch nicht. Die Pflanzen ist jetzt wieder gut. Hä? Ein Gelände. Gras kurz und lang. Und Erde ist zu viel. Okay. So. Okay.
Gut, und kurz. Ja. Also, wir brauchen so viel Erde bei denen. Ja, ich muss leider die... Nicht übel, gar nicht übel. Ich glaube, man kann getrost sagen, dass du den ersten Teil deiner Ausbildung mit Bravour bestanden hast. Warum? Ja. Es gibt noch viel mehr zu lernen, aber dafür müssen wir einen der anderen Zoos von Bernie besuchen. Schnapp dir deinen Pass und es kann losgehen. Mein Pass! Gut, und den Pass schnappen wir uns dann die nächste Folge. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Klingt, als würde der ganze Zoo friedlich vor sich hinschnurren. Nun, schnurren, grunzen, kreischen, brummen, die ganze Symphonie der Tierstimmen. Ich hatte wohl recht, dich anzustellen, hm? Verrate ihr nicht, dass ich geplaudert hab. Aber Nancy dachte, du würdest noch am selben Morgen aufgeben. Wir freuen uns also umso mehr. Und Nancy schuldet mir jetzt einen Foxy Coffee. Wir haben uns zwar gerade erst kennengelernt, aber wenn ich dich so ansehe, bist du für mich wie das Kind, das ich nie hatte. Nach dem einen, das ich habe, natürlich. Aber meine Tochter ist keine Tierpflegerin. Versteh mich nicht falsch. Emma liebt Tiere über alles. Aber ihre Ziele liegen noch einmal eine Stufe höher. Sie will den gesamten Planeten retten. Ich begnüge mich damit, ein paar Arten zu retten und wäre glücklich, wenn man eine Froschart nach mir benennen würde. Okay. Was ist denn jetzt noch Erde? Oh, jetzt hat. Gut. Ja, gut. Dann danke fürs Zuschauen, wie gesagt. Und dann sehen wir uns im nächsten Zoo. Bye, bye. Nee, ist in Qualität voll schlecht hier. Gut. Ciao. So, I can't say nothing.